Irak, 2003. Kanon, gute Reise. Bayer Mies. Willkommen im Camp Slayer. Sie sind früh. Ist mein Besprechungsraum bereit? Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CEO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Nicht gehört? Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Und Sie sind? Meine Assistentin Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Kolchak. First Lieutenant Kolchak. Na? Besprechungszimmer? Was ist, Marine? Schon genug? Oh je. Das könnte unser letztes Mal sein. Nach den Ereignissen am Checkpoint. Ich dachte, das war's. Die letzten Wochen, du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel, erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Bald, Nick. Versprochen. Bald. Auf zur Besprechung. Shit. Noch ist alles ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um. Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Hat Schokoriegel verputzt, während er eine Pediküre genoss. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Gefällt mir. Wir haben die CIA. Wir haben die Army, die Marines, DIA, die Air Force. Hey, alle sind dabei. Jeder will ein Stück Geschichte. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei The Dark Pictures Anthology House of Ashes. Ja, ich wollte davor nicht dazwischen reden, weil meiner Erfahrung nach immer, wenn ich anfange zu sprechen, immer irgendeiner seinen Senf dazwischen plappert. Und das wäre vielleicht dann nicht so gut gekommen. Wen haben wir denn hier? Können wir uns hier eigentlich auch schon... Oh, sehen? Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Naja,
Will die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme? Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Joey, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Am Arsch, Junge. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Hat sich ganz schön reingesetzt, Sir? Ne? Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Oha. okay. Ja, wir kennen uns. Rachel und ich, wir kennen uns. Sie weiß, dass im Krieg alles erlaubt ist. Sir? Die Queen Bitch, wie Sie sagten, ist seine Frau. Toll, Hitzkopf. Ach du Scheiße. Sir. Es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Den Technikkram machen Sie. Okay, schauen wir mal nach. Ich bin immer noch von der Queen Bitch hier ein bisschen beeinflusst. In Ordnung, Lady. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Balsam? So. Ja, genau das Anamt des Direktors der CIA. Die Missionsziele des Survey Group lauten: erstens Koordination der nachrichtendienstlichen Kapazitäten sämtlicher Behörden und Streitkräfte der Koalition. US-UK aus, Auswertung von Geheimdienstinformationen zum Zweck der Entdeckung, Sicherstellung und Dokumentierung und mehr darf ich nicht lesen. Hallo! Geht's noch? Darf man sich jetzt nicht mal mehr die Texte durchlesen hier oder was? Colonel King. Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Ich hätte anrufen sollen. Nee, da müssen wir jetzt mal arrogant sein. Das ist jetzt mein Team. Was redest du da? Ich habe direkten Befehl von CENTCOM, die Taskforce zu übernehmen. Autsch. Ist das dein Ernst? Natürlich, du kennst mich doch. Lieutenant Kolchak. Wären Sie so nett? Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Wer ist das? Das ist Dr. Stokes. Ich habe alle Freigaben erteilt. Aber natürlich. Okay, gut. Jetzt weiß ich auch Bescheid. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor.
Du hast was gefunden? Hatte ich, aber ich darf's ja nicht lesen. Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Nee. Wir regeln das schon. Geht's schief, ziehe ich die Reißleine und wir hauen ab. Bei allem Respekt, aber ich halte das für falsch. Bei allem Respekt, Lieutenant Kolchak, das entscheiden nicht Sie. Klingt nicht gut. Mervyn hat schon recht. Je mehr Helis, umso größer die Gefahr, dass wir entdeckt werden. Eure Einwände höre ich mir später an. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Was man nicht alles falsch machen kann. Ich habe gedacht, ich komme dem einen entgegen, indem ich sage, nee, das ist zu viel Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich habe da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Ich lade die neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Eric, wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung. Nee, sie fehlt ihm offensichtlich nicht. Rach. Das ist es. Endlich, nach so vielen Jahren Arbeit. Das ist es. Das ist der Durchbruch, auf den wir gewartet haben. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht. Du trägst deinen Ehering nicht.
Hey, vorsichtig damit. Oh Mist, sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Hä? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden. Okay, so leicht kann man sich täuschen. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass er nicht mehr viel für sie übrig hat, für seine Ex. Das war jetzt aber eine andere. Ja, ich werde es jetzt mal nicht durchlesen. Ihr könnt euch das gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Ich habe irgendwie so ein bisschen ja, die Befürchtung, dass wir sonst gleich von der Zeit her wieder abgebrochen werden und dementsprechend nichts mehr machen können. Deswegen versuche ich jetzt die anderen Sachen auch nochmal eben schnell anzugucken. Falls ich es irgendwie hinkriege, kann ich eigentlich laufen? Nee, schneller laufen kann ich nicht. Das war, glaube ich, das von eben. Genau, das war das von eben. Das könnt ihr euch auch nochmal durchlesen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind nicht ganz bis nach unten gekommen eben. So, aber ja, was ich sagen wollte, ihm scheint doch wesentlich mehr an ihr zu liegen, als ich letztendlich gedacht hatte. Wobei das definitiv nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Vertraulich, Helfer, identifiziert, Kontaktversuch vor 2 Wochen fehlgeschlagen. Ah, okay. So, da hinten hatte ich noch was gesehen. Also müssen wir unseren Weg ein wenig ändern, falls das noch funktioniert. Und ihr unser Herz öffnen. Was ich persönlich nicht so gut finde. Mission abgeschlossen. Präsident Bush erklärt Kampfhandlungen im Irak für beendet. Aha. Mörder war in den letzten Stunden unkooperativ. Deswegen hat man Mini Sherman hingerichtet. Oder war das nicht der Grund? Aber das klingt jetzt gerade so ein bisschen von der Headline her, als ob das jetzt der Grund war. Er war unkooperativ, deswegen haben sie mal eben hingerichtet. Ja, Politik halt, ne? Was haben wir denn hier? Können wir uns da auch noch irgendwas angucken? Anscheinend nicht. Können wir mit RT irgendwas machen? Auch nicht. Wir können nur das Ding, also den Lageplan angucken. Ich würde gerne auf den Download warten. Beziehungsweise, Moment, ich soll noch mit dem sprechen, ne? Irgendwas soll, genau, mit irgendjemand sollte ich noch sprechen. Komm, stell dich dahin. Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Ich soll mich sicher fühlen? Geben Sie mir mehr Waffen. Junge, du kannst eh nur eine. Okay, er ist sowieso der Techniker, ja. Sie sind mein Techniker. Hab von Ihnen gehört. Das will ich doch hoffen. Ich kümmere mich um die Ausrüstung. Und falls sich Iraker blicken lassen, puste ich sie verdammt nochmal weg. Sie haben Selbstvertrauen, Corporal. Brauchen Sie Hilfe mit der Kletterausrüstung? Ich bin hier. Ich komme schon klar, Colonel. Kletterausrüstung. Typisch Bürokrat. Ja, kann man sich irgendwo eigentlich die Ziele nochmal angucken? Steht, ah, hier, warte auf den Download, sprich mit dem Team. Seh dich um. Ja. Sprich, achso, mit ihm kann ich noch sprechen. Denken Sie, wir sacken Chemie-Ali hier ein? Wenn er in der Nähe ist, schnappen wir ihn. Dann lohnt sich das Risiko fast. Fast? Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen. Sir, da läuft kranke Scheiße an der Grenze. Sicher keine Luftunterstützung? Wir könnten sie brauchen. Das Überraschungsmoment ist unser Vorteil. Das werde ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen.
Bitte, Colonel. Können wir bitte kurz darüber nachdenken? Ich habe mich schon entschieden. Wollen Sie wetten, Lance Corporal? Naja, das Pferd meiner Eltern hieß Luftunterstützung. Ist weggeflogen. Wundert mich nicht. Wir werden da schon aufräumen. Ihren Optimismus hätte ich gern. Ja, leider hat man das ja jetzt alles erst im Nachhinein so ein bisschen mitbekommen. Sonst, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht auch die Luftunterstützung. Aber es stimmt schon. Ich meine, je weniger man gesehen wird, obwohl ganz sicher irgendwas schiefläuft, umso besser ist das Ganze natürlich. Kann man hier noch irgendwas Zusätzliches machen? Nee. Können wir mit denen noch? Ah. Download fertig. Los zu den Helis. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Hat richtig Rückgrat und zeigt es uns auch. Aber muss ja nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil. Wohl eher einen Stock im Arsch. Glaub mir, wo wir hingehen, brauchen wir einen, der alles im Griff hat. Zane! Renegade! Zane? Ja, ich schätze, er ist entweder weg oder ich werde jetzt gleich überfallen. So, Wappen der Highgate University. Bewerbung für einen Studienplatz. Okay, geht um College-Studienplatz. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich hätte sonst auch alles gerne vorgelesen, aber naja. Die Erfahrung zeigt, dass man es vielleicht dann doch ein bisschen beschleunigen sollte. Oh, das sieht nicht gut aus. Araf. Schwester? Ex-Frau? Keine Ahnung. Okay, kann ich hier noch irgendwo was angucken? Da leuchtet im Moment nichts. Da, oh Moment, doch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Zane. Mein Sohn wird erwachsen. Mit Liebe, Papa. Ach, dann war das die Mutter. Okay. Und der Sohn übernachtet, wollte ich gerade sagen. Der Sohn wohnt wohl beim Vater, so wie es aussieht. Hi, ich sehe nichts mehr. Hilfe. Das ist aber schon... Der Effekt von den Gardinen ist aber schon nicht ganz scharf, aber ist schon gut gemacht. Okay, ich glaube, hier finde ich ihn jetzt gerade nicht. Da werden wir ihn vielleicht finden. Deswegen gehe ich erstmal hier rein, wo die Tür offen ist. Kann man hier noch irgendwas machen? Hat so ein bisschen was von Resident Evil. Die gucken auch immer mit den blödesten Perspektiven teilweise. Wenn jetzt hier noch ein Zombie aus dem Schrank gestürmt kommt. Sehen? Vielleicht von Zombie gefressen wurden.
Mythologie. Antike mesopotamische Mythologie. Was? Okay. Öffnen können wir es wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an. Ach so, okay. Noch besser. Der Himmel war kein Ort für Sterbliche. Die Sumerer glaubten, dass der Himmel aus einer Konstellation von Gewölben bestand, die alle aus verschiedenen wertvollen Steinen gehauen waren. Das äußerste Gewölbe verkörperte Ahn, den Gott des Himmels. Das mittlere Gewölbe war die Heimatstadt der Götter, des Himmels, und das niedrigste Gewölbe beherbergte die Sterne. Die Anzahl der Gewölbe schwankte zwischen 3 und 7. Der Zahl 7 selbst werden magische Eigenschaften zugesprochen und sie tauscht in der mesopotamischen Mythologie häufig auf. 7 Dämonen, 7 Throne, 7 Geister und die 7 Tore zur Unterwelt. Die Sumerer ordneten jeden Stern und Planeten eine eigene Gottheit zu. Uto war der Sonnengott. Nanna, später auch Suen oder Sin genannt, war der Mondgott. Nergal wurde mit dem Planeten Mars verbunden. Nabu mit Merkur. Marduk mit Jupiter, Inanna mit Venus und Ninurta mit Saturn. So war der Himmel wahrscheinlich die Heimatstadt des Göttlichen und die Erde zu ihren Füßen ward dem Menschen gegeben. Dieser Weltanschauung zufolge konnte keine Seele himmelswärts reisen. Stattdessen waren die Menschen selbst im Tode noch an die irdischen Sphären gebunden. Es ist nicht erstaunlich, dass die Sumerer zu den ersten Astronomen der Geschichte zählten. Sie zeichneten die Position von Sternen auf, benannten Planeten und sagten die Bewegung von Konstellationen voraus. Die überlieferten Aufzeichnungen aus jener Zeit sind nicht vollständig. Dennoch ist heutzutage die Annahme weit verbreitet, dass die Entdeckungen der mesopotamischen Astronomien in der westlichen Welt übernommen wurden und als Grundlage für die klassischen Himmelskarten der Griechen dienten. Ja, das musste ich jetzt mal vorlesen, weil zum einen ist das, vereint das quasi zwei meiner Lieblingsthemen, Astrologie und Mythologie. Kann ich hier noch irgendwas machen? Und zum anderen passt das, wie ich bisher mitbekommen habe, ziemlich gut in die Geschichte rein. Halt, stopp, da war noch was. Okay, Loch Ness hat er schon mal gefunden. Edinburgh, da war auch irgendwas. Und unten links ist dann anscheinend die Heimatstadt der Hydra oder sowas. Ich weiß nicht, Krokodil oder sowas in der Art hat er auch in grün noch angemalt. Eine schwarze Katze. Ich weiß nicht, ob das Luna von Sailor Moon ist. Nein, Druidentor oder sowas in der Art. Da, das wird wohl sein Ziel sein. Das ist schön, dass du direkt hier rausgehst. Heißt das, wir müssen wieder zurück? Müssen wir ganz raus? Was sagt uns denn? Finde Zein, durchsuche Zeins Zimmer. Ja, aber durchsucht habe ich doch schon. Moment. Der ist ja jetzt gerade automatisch rausgegangen. Also, er steckt nicht vom Zombie gefressen im Schrank. Versteckst du dich irgendwie unter Bett oder so? Da liegen aber viele Sachen. Hast du hier vielleicht irgendwie einen geheimen Ausgang unter der Erde? Also hier so ein, wie nennt sich das? So ein Geheimausstieg halt. Hier blinkt ja doch gerade was. Ja, Moment. Na, fast hab ich's? Nein! Ich hab doch A gedrückt. Jetzt! Ha! Wir sehen Tanny. Ja, Hebel. Hallo. Hallo, Anna Salim. Salim. Salim Garkun. Abu Zain. طبعا. رجعت؟ أيوة رجعت. هو زين مع هو زين مع ابنك. ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعه كله بخير ديبس جوت
Okay. لا لا كله تمام اصله كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه كويسه اه لما يرجع ابعته لي حالا ما اقدرش اقول امتى هيجي انت عارف الولاد اي وقت ابعته لي لو سمحتي طبعا لا 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 يا ديني دلوقتي كابتن بصري اهلا انا ملازم لازم اتحرك على طول انت بتقول ايه سعادتك العدو جاي يا سليم العدو جاي علينا دلوقتي العدو يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا ما ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتحرب ليها شايفينهم مطلوب تاكيد يلا شوف جايين علينا بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا ja muss ja mit ne ist ein befehl تمام يا فندم هرجع البيت قريب خلاص يا دار دي اخر مهمه